Mal wieder ein neues Video. Wie man sieht, ordentlich in Dienstkleidung. Und zwar geht es heute wieder mal nach langer Zeit zu unseren Bratwurst-Treffen. Aber keine Besonderheit heute. Unser Bratwurst-Treffen wird am Dönerstand stattfinden. Oh, geile Strecke hier. Oh, dann merkt man denn mein LKW-Fahrwerk hier auf jeden Fall. Ja, 18 Uhr wollen wir uns alle treffen. Müsste jetzt so ungefähr 17:20 sein. Da ich ja so 2-3 Kilometer vor mir habe, fahre ich jetzt halt schon los, um einfach pünktlich da zu sein. Na, Pünktlichkeit, Hose schrieben bei uns. Na, wollen wir losballern hier. Zack. Ja, heute ohne Quad, ne, wie ihr seht. Ist ja, Quad ist verkauft. Aber gut, dann sehen wir uns da. Alles klar. Peace. The main thing is to be yourself and not allow people to disturb you, to be different, because they want you to be different. You gotta be yourself. You need more than anything a very clear mind to understand exactly when is the moment to be aggressive, when is the moment to be calculated. What helps me is to keep the hard times in the front of my mind. Do something great with this life that you have been given. You may have been through a lot in your life. You may have been through hell in your life. But hell doesn't own you. Hell did not create you. And I play angry. Now, I'm cool and calm. It was my ambition. Of course, why not? I could do it, yeah. And matter of fact, tomorrow has already made up its mind. You have this moment. You can't worry about yesterday because yesterday is not coming back to look for you. Whatever you had the chance to do yesterday won't come back. One thing, I don't know why. It doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind, I designed this rhyme to remind myself of a time when I, in spite of the way you were mocking me, acting like I was part of your property, remembering all the times you fought with me. I'm surprised it got so, things aren't the way they were before. You wouldn't even recognize me anymore. Not that you knew me back then, but it all comes back to me. You kept everything inside, and even though I tried, it all fell apart. What it meant to me will eventually be a memory of a time when I... Baby, I'm so sorry. The key with me is just always finding what the anchor is. And the anchor is getting up at 4 o'clock in the morning every day before anybody else. I love and I respect you guys. So, unser Döner-Treffen ist jetzt vorbei. Wir haben uns mal wieder alle wieder getroffen. Es war wunderschön, mal wieder den einen oder anderen zu sehen. Mike Ramsey und so manche andere haben sich extrem voll gemoddert auf der Fahrt dahin. Danny, auf jeden Fall schöne Grüße an dich. Ja, hast alle die eben. Deine Schuhe, ne? Super. Ich hoffe, die sind wieder trocken, wenn du dieses Video siehst. Naja, jedenfalls. Es war mir mal wieder eine Ehre, Jungs, bei euch zu sein und Mädels. Also, in diesem Sinne, wir sehen uns im nächsten Video. So, eine Sache bin ich euch noch schuldig, und zwar der Gewinner des Gewinnspiels werde ich jetzt mal auslosen. Dazu brauche ich das Video. Zack. Da ist das Video, den Link. Kopieren. Google, random YouTube, so, Comment Picker, hier das Video einfügen, Filter Duplicate Users, okay, YouTube Comments, 15 Kommentare, so, jetzt mal gucken, und start, Trommelwirbel, wer ist es? Oh,
ATV-Yogi, Jürgen Schulze. Herzlichen Glückwunsch, Jürgen Schulze. Bitte schreib mich mal über Instagram an mit einer privaten Nachricht und dann unterhalten wir uns, wie du an deinen Gewinn kommst. Herzlichen Glückwunsch.